Sie ist verzweifelt, keiner hört ihren Hilfeschrei. Deswegen ritzt sie sich, damit man sieht, dass sie nach Hilfe schreit. Sie weint, doch keiner weiß, was sie betrifft. Ihre Mama verlässt sie und dieser Scheiß macht sie verrückt. Sie wächst auf in einer Pflegefamilie, die sie beschützt. Doch sie merken nicht, dass sie ihre Tränen nur unterdrückt. Sie will viel lieber zurück, denn sie vermisst ihre Mama. Doch sie sagen, das geht nicht und merken nicht, dass sie Angst hat. Deswegen greift sie zu den Drogen und lässt sich auf falsche Freunde ein. Betäubt von der Scheiße kann sie endlich in ihren Träumen sein. Und weil sie denkt, dass ihre Freunde ihre Träume teilen, lässt sie sich drauf ein und steigt nachts in ein Gebäude ein. Sie denkt nicht drüber nach und lässt sich einfach verleiten. Wird verurteilt, denn keiner will ihre Lage begreifen. Sie nimmt erneut das Messer, um sich in die Adern zu schneiden. Bitte Gott, sag mir, warum lässt du dieses Mädchen so leiden? Sie hat Tränen im Gesicht, doch keiner sieht sie. Sie hat Angst vor der Zukunft, deswegen flieht sie. Doch ich weiß, sie hat ein so starkes Herz und deswegen gibt sie nicht auf. Sie hat Tränen im Gesicht, doch keiner sieht sie. Sie hat Angst vor der Zukunft, deswegen flieht sie. Doch ich weiß, sie hat ein so starkes Herz und deswegen gibt sie nicht auf. Diagnose: Selbstmord gefährdet und sie wird eingeschlossen. Jetzt ist das Eis unter ihren Füßen endgültig eingebrochen. Durch all die Schicksalsschläge fällt sie immer weiter in ein tiefes Loch. Denn außer ihrer Oma ist sonst keiner für sie da, der sie auffängt und ihr Halt gibt in dieser harten Zeit. Sie kämpft so krass, sodass ihr keine Luft zum Atmen bleibt. Doch die Zeit zeigt, mit jedem weiteren Tag wird es schlimmer. In der Schule hat sie leider versagt und sie denkt nach in ihrer Trauer, dass sie keiner mehr mag. Bei jedem weiteren Schlag, mit dem das Leben sie bestraft, sinkt sie weiter zu Boden, hört die Sirenen, wie sie lauter werden. Und den Arzt, der sagt, du darfst heute nicht vor meinen Augen sterben. Sie hat's geschafft, sie bekommt noch eine Chance. Sie hat begriffen, wenn sich jetzt nicht was ändert, war es umsonst. Und ich weiß, du kannst es schaffen, weil ein Engel dich beschützt. Denk dran, ein tiefer Fall führt doch zu höherem Glück. Jenny. Sie hat Tränen im Gesicht, doch keiner sieht sie. Sie hat Angst vor der Zukunft, deswegen flieht sie. Doch ich weiß, sie hat ein so starkes Herz und deswegen gibt sie nicht auf. Sie hat Tränen im Gesicht, doch keiner sieht sie. Sie hat Angst vor der Zukunft, deswegen flieht sie. Doch ich weiß, sie hat ein so starkes Herz und deswegen gibt sie nicht auf. Sie hat Tränen im Gesicht, doch keiner sieht sie. Sie hat Angst vor der Zukunft, deswegen flieht sie. Doch ich weiß, sie hat ein so starkes Herz und deswegen gibt sie nicht auf. Sie hat Tränen im Gesicht, doch keiner sieht sie. Sie hat Angst vor der Zukunft, deswegen flieht sie. Doch ich weiß, sie hat ein so starkes Herz und deswegen gibt sie nicht auf.